Wo liegen die besten Skiresorts im Alpenraum? Wer hat die aufregendsten Pisten? Wer die komfortabelsten Lifte? Und wo liegen die Après-Ski-Hotspots? Rechtzeitig zum Winterstart gab es dazu kompetente Antworten. Bei der feierlichen Awardverleihung zur Studie Best Ski Resort 2014 in Zürich. 48.000 Skifahrer und Snowboarder in 55 ausgewählten Top-Skigebieten in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz werden dafür im Zwei-Jahres-Rhythmus befragt. Für uns war es natürlich extrem wichtig, dass wir natürlich wissen, wie ticken eigentlich unsere Leute am Berg. Und das hat uns eigentlich dann veranlasst, übergreifend über die ganzen Alpen in den wichtigsten Skigebieten einfach solche Studien durchzuführen, um auch da Entwicklungen ablesen zu können, was wird sich da in Zukunft verändern, damit wir einfach in einem sehr starken Verdrängungswettbewerb auch erfolgreich weiter bestehen können. Den begehrtesten Platz auf dem Siegertreppchen in der kategorieübergreifenden Gesamtauswertung sicherte sich Zermatt in der Schweiz, gefolgt vom Tiroler Skigebiet Zerfaus-Fes Ladis auf Rang 2 und dem drittplatzierten Resort Arosa im Schweizer Kanton Graubünden. Skifahren auf 360 Kilometer in Zermatt. Das schlägt offensichtlich alle Rekorde. Das höchstgelegene Skigebiet Europas punktet mit Vielfalt und Schneesicherheit. Auch ein Platz 1 ist kein Punkt, wo man sich oder Lorbeeren, worauf man sich ausruhen soll, sondern es ist wichtig, dass jeder Leistungsträger an Ort seine Aufgabe macht, auch in Zukunft sich weiterentwickelt und versucht, den Standard, den man erreicht hat, weiterzubringen und immer besser zu werden. Als bestes Familienskigebiet der Alpen behauptete sich die Tiroler Region Zerfaus-Fes Ladis mit perfektem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, wir sind sehr stolz, dass wir wieder gewonnen haben, dass wir wieder am Stockerl sind. Freut uns ganz besonders, aber es bestätigt auch die Leistung, die Arbeit unserer Mitarbeiter. Also die machen einen Job und wir nehmen das stellvertretend natürlich an diesen Preis. Vom großen Angebot an kindergerechten Unterkünften über die Top-Kinderskischulen bis hin zu den Kinderarealen. Im Familienskigebiet in Zerfaus-Fes Ladis bleiben für Familien keine Wünsche offen. Wir waren ja schon vor 2 Jahren Erster, jetzt sind wir Zweiter. Wichtig ist aber, wir sind das beste Skigebiet der Alpen im Bereich Familien mit Kindern. Und da freuen wir uns besonders drüber und wir hoffen, dass das auch so bleiben wird in den nächsten Jahren. Und auch Arosa, das führende Schweizer Wintersport-Dorado, konnte überzeugen und landete in der Einschätzung der Gäste ganz vorne. Ja, den Sprung nach vorne auf das Podestl haben wir sicher auch dank der Skigebietsverbindung mit der Lenzer Heide geschafft, die letzten Winter realisiert wurde. Da gibt es aber einen Haufen anderen Faktoren, wie Gemütlichkeit, Ambiente des Ortes, das Gastroangebot am Berg, die Freundlichkeit. Dort haben wir seit Jahren immer gute Werte erzielt. Und das ist der Dank dieser Bemühungen. Die unzähligen Attraktionen und tollen Pisten begeistern und tragen dazu bei, dass Arosa zu Recht als eines der 3 besten Skiresorts der Alpen gilt. Ich glaube, bei uns ist halt die Gastfreundlichkeit und die Authentizität ist sehr hoch. Neu sind wir auch verbunden mit der Lenzer Heide, also punkten auch in der Größe vom Skigebiet. Das ist noch nicht mal in die ganze Studie eingeflossen. Also wir haben sogar noch Luft nach oben, aber sind natürlich mit dem dritten Platz sehr, sehr glücklich. Best Ski Resort ist heute die größte On-Mountain-Befragung und als unabhängige Kundenzufriedenheitsstudie besonders aussagekräftig. Die Ergebnisse der Studie gelten für Bergbahnen quer durch den Alpenbogen als wichtige Orientierungshilfe zur Qualitätssteigerung und Produktentwicklung. Ja, mittlerweile sehen wir eigentlich sehr stark aus den Entwicklungen heraus, dass wir eine große Anzahl von Neuankömmlingen haben. Das sind also sehr viele Skifahrer, die jetzt nicht mehr so loyal sind wie früher, sondern permanent eigentlich wechseln. Und da muss man sich auf diese neuen Situationen natürlich einstellen, weil diese Leute natürlich auch qualitätsbewusster sind. Die sind natürlich etwas kritischer, sind meistens auch etwas jünger schon mittlerweile. Und da ist halt wichtig, dass man wirklich vom First Impression, also vom ersten Eindruck bei der Bahn bis zu den Orientierungssystemen in den Skigebieten einfach da ein bisschen umdenkt.